So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir sind in der Wüste bei Mike Torino. Und jetzt machen wir gleich die nächste Mission für ihn. Und da geht's auch schon los. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you Calm over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. Oh, unheimlich. Haben wir jetzt Angst vor dir? Naja, CJ führt sich manchmal schon wie eine Pussy auf. Aber gut. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. So, gut. Jetzt gibt's mal eine kleine Stunt-Mission. We need to jack a truck on the freeway. It's headed to San Fierro. Eine meiner Lieblingsmissionen, denn da geht's mal wirklich richtig ab. Der müsste, wenn wir jetzt hier fahren müssten, ja, also ist schon richtig. Ja, ich kenne mich auch ein bisschen aus, Caesar, ist zwar schon länger her, aber es ist alles gut. Ist alles gut. So, erstmal die Mucke weg. What's the plan? Oh. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Tell Kendall I love her. Oh, Caesar, jetzt sei mal nicht so eine Pussy. Ja, jeder muss mal Opfer bringen, okay? Und irgendwie kommt mir das Motorrad zu langsam vor, wenn wir zu zweit drauf sitzen. Ich komme an die Autos nicht vorbei. Zumindest fast nicht. Die sind ganz schön schnell unterwegs. Gut. Ja, Alter, da, mach doch! Jetzt mach, komm! Alter, was ist denn hier für ein Bug? What? Nicht den Anhänger verlieren, Caesar. Gut, du machst das schon. Prügel ihn raus. What the fuck? Nicht den Anhänger verlieren! Stell dich jetzt nicht so an! Oh, gut, gut. Hast ihn jetzt tot geprügelt? Der ist ja gar nicht rausgeflogen. Oh, nicht da aufs Motorrad, Mensch. Ja, er wird... Ja, jetzt aber hier mal eben wirklich, Die Polizei ist auch wieder ganz schön böse drauf. Ah, da liegt er ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? In die Werkstatt. Wir dürfen... Jetzt habe ich mich... Ah, nee, komm. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, Lastwagen fahren wäre nichts für mich. Wow, 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 wow. Alter, dürfte ich mal bitte... Dankeschön. Oh, das ist ja voll kacke hier. Das Rangieren mit so Anhänger. Also ich... Ein Trucker wäre nichts für mich. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gut, wir müssen jetzt das Monster-Ding hier zur Garage bringen. Ne, hier biegen wir nicht ab, das schaffe ich nicht. Dafür ist mein Wendekreis viel zu groß.
Oh Mann, die Polizei ist wieder langsam unterwegs. Komm, ich muss meine Fahrzeiten einhalten. Alter, ich... Ja, oh ja, hinter mir, vor mir, überall. Darf ich jetzt mal abbiegen? Und weg mit der Musik mal hier. Oh ja, so. Gut, jetzt haben wir es gleich geschafft. Hier ist noch eine enge Kurve. So. Oh ja. Ups, das tut mir jetzt leid, wie viele Polizisten auf einmal überall unterwegs sind. Kann ja nicht sein. So, darf ich hier durch? Gut, wenn ihr alle stehen bleibt. So, jetzt sind wir auch schon da. So, und wo verstecken wir das Riesending jetzt? Ach ja, klar, der passt da komplett rein, ne? In die Werkstatt. Komplett mit Anhänger, passt alles rein. Und dann könntest du noch einen hinten dran stellen. Ist das Gebäude wirklich so lang? Ja, könnte reinpassen, könnte reinpassen. Ja, wird aber knapp, wird aber knapp. So, das war jetzt auch schon die nächste Mission von Torino. Jetzt nicht wirklich schwer. Und es klingelt das Telefon. Hier, now. Don't screw around. What an asshole. Yeah, what an asshole, Mann. Da gebe ich dir absolut recht. Can I borrow your car, sir? Kann ich mir dein Auto ausleihen, Sir? Ja, natürlich darfst du das. So, wir fahren jetzt noch schnell hin. Da nehme ich euch noch ganz kurz mit. Weil wir bei ihm speichern, deswegen nehme ich euch da jetzt schnell mit. Ah, vielleicht mal gucken, was die, ob da schon wieder, ob da neue Autos jetzt dastehen. Yep, da stehen einige nette Autos. Dann nehmen wir doch den hier mal, der mich ein bisschen an den Nissan Skyline erinnert. Der LG. Erinnert mich ein bisschen daran, so, ich weiß auch nicht warum. So vom Heck. Und auch von der Front. Nee, von der Front nicht, jetzt eher weniger. Ah Mann, ey, darf ich hier mal auf die richtige Fahrseite? Das wäre super. Dankeschön. Sind hier in Deutschland, da haben wir immer noch Rechtsfahrgebote. Ach, sind wir hier in Deutschland? Ja, natürlich sind wir das. Dammit. So. Ja, ja, meine Scheibe ist auch wieder putt. Hat sich ja gelohnt, dass wir das niegelnagelneue Auto hier aus dem Auto ausgenommen haben. Wir passen ja sehr gut drauf auf das Auto. Merkt man. Alles gut, alles gut. So. Sind wir gleich da? Ja, wir sind gleich da. Ha. So, Nicht rutschen anfangen. Nicht rutschen anfangen. So. Okay, das war's dann von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Gucken wir mal, was beim nächsten Video passiert, was uns Mike Torino, der kleine Geheimagent, aufträgt. Naja, bis denn.